Ja, hallo, willkommen zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Schönen guten Abend. Ja, Thorsten begleitet mich wieder. Ja, netterweise. Mit Peitschen und Ketten. Wir haben ja schon den ersten DeLorean zusammengebaut. Richtig cooles Ding. Und jetzt bauen wir ihn um zum zweiten Teil. Wir nehmen ihn jetzt mal auseinander. Wir nehmen ihn wieder auseinander. Wie immer zoome ich euch mal ein bisschen rein, damit ihr was sehen könnt. Erstmal müssen die Reifen weg. Aber ihr habt Glück, der erste Teil ist so lang, dass Teil 2 und 3 entsprechend kurz werden. Da hat Lego sich offenbar schon gedacht, ach, das werden die beiden wieder bauen, dann machen wir mal. Weise. Müssen wir jetzt tatsächlich die Felgen auswechseln? Ja, die Felgen auswechseln. Dann werden wir das mal tun. Also aus Grau wird Rot. Habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht, ist mir auch nicht so bewusst. Das heißt, wir müssen uns angucken. Ja, sowieso, hatten wir sowieso vor, nochmal zu gucken, ne? Ich hab die ja zu Hause. Ja, nicht mehr du. Auf Blu-ray. Da kann ich nicht mithalten. Blaustrahl ist bei mir noch nie angekommen. Ja. Oh, da ist ein Schlauch abgegangen. Nein, der Druck lässt nach. Genau. Ja, zum einen ändert sich natürlich ändert sich die Reifen. Und zum anderen bekommt das Ganze jetzt auch einen Ständer. Katsching, ja. Oh, wir machen auf dem gleichen Niveau weiter. Da kennst du gar nichts. Einmal kurz für die Zuschauer, man kann die Reifen also nach unten klappen. So movie-like. Oh nein, nicht diese Teile schon wieder. Und dann kommen die Ständer, damit der auch oben bleibt. Dann kommen die Ständer. Also das kriegt er jetzt aber nicht reingefummelt. Katsching. Achso, dieser. Wie soll ich das denn jetzt machen? Da war ich schon im ersten Teil mit auf Kriegsfuß. Ja, das stimmt. Also wer es nicht gesehen hat, angucken. Ich muss mal kurz. Oh je. Okay. Operation hier. So, jetzt muss ich das wieder abmachen. Oh nein, ist eine andere. Also Reparaturarbeiten gehören da auch leider so. Ja, das macht das Video künstlich länger, wie sich das gehört. Muss ja, das machen alle YouTuber ja so. Das funktioniert nicht, ich muss das Video 10 Minuten länger machen. Das also kommt ist weniger Arbeit indirekt. Ah, und dann wird auch hier dieses Out of Time abgemacht und dafür kommt dann hier California dann dran. Muss ich mir echt nochmal angucken. Also ich habe das so nicht im Kopf gehabt. Alter Vater. Komm schon drauf. Das ist auch eine Firmenarbeit. Der Fluxkompensator geht mir auch kaputt. Wieso geht der denn jetzt nicht da drauf? Hello. Ah, jetzt hat er. So, Fluxkompensator wieder rein. Dann den Deckel wieder drauf. Ja, wie soll ich es denn nennen? Das Autodach. Dann stell ihn mal auf Füßen. Oh Gott. Also ist doch sehr fragil, das Ganze, aber wenn es einmal steht, würde ich es auch nicht anfassen. Ja, weil er fliegt ja schließlich. Er fliegt, genau. Bam! Cool. In your face. So, und jetzt müssen wir es nochmal schön auswechseln. Wird abgemacht. Oh. Ja, geht ja nicht. Oh. Und California wird dran gemacht. Ja, und wir erinnern uns ja alle, im zweiten Teil fährt das Ding nicht mehr. Ich habe etwas fährt, eigentlich elektrisch, hat er gesagt. Wieso fängt er jetzt auf einmal an Müll zu? Müll, ja, richtig. Naja, gut, reden wir nicht weiter. Nur. Weiß ich nicht, weiß ich auch nicht mehr. Warum gut, er das braucht war. Plutonium, beziehungsweise. Ja, in der Zeit gab es das wohl nicht und deswegen hat er dann Müll dann. Weil Müll gibt es ja immer. Ach so, du meinst, das ist für die Energie für den Fluxkompensator? Genau, das war ja die Energie für den Fluxkompensator. Das kann dann da. Das war ja so. Kommt hier drauf. Ja, und das war es im Grunde schon. Warte mal, was ist das? Das. Da ändern sich hier die Flügeltüren. Aber das gehört schon zum dritten, das sieht man ja hier. Deswegen ist ja Nummer 1 wieder. Ja. So. Also, was noch im zweiten Teil vorkommt, ist eben dieses Hoverboard. Yes. Das hat noch gar keine Reifen. Eigentlich hat es auch keine Reifen. So, es fliegt ja in der Regel. Ein Hoverboard mit Reifen, sehr komisch aus.
Ja, dann hat er auch die Silvester dann auch, richtig? In ja, das passt zweiten. Jetzt, das passt. Das passt dann auch, im ersten hat er die ja noch nicht. Ja, ich zoome das noch mal ein bisschen daran, dann könnte auch den Ständer sehen. Katsching. Ja. So kann man sich das dann schön in die Vitrine stellen, wenn man denn eine hat. Wenn man eine hat und schön beleuchten, ne? Ja, so von unten. Mit ja, Nebel. So mit Nebel wäre das, das auch stylisch. Ja. Macht was her. Ja, auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall viel her. Cooles Ding. Genau. Übersichtsvideo braucht er jetzt nicht. Er hat gesehen, was passiert ist. Stimmt. Ja. Sehen wir uns bei Zurück in die Zukunft Teil 3 wieder. Das wird wieder ein bisschen länger. Da haben wir noch so zwei, drei Teile drum bauen. Also bis dahin. Ciao. Tschüss.